aber die Polizei schottet die Demonstranten ab und der Marsch kann weiterhin normal ablaufen. Also auch bei uns ein dynamischer Nachmittag. Ich bin weiterhin unterwegs mit dem Chris. Wir berichten jetzt aus Frankfurt. Wir sind hier gerade an der Eschenheimer Landstraße. Hier gab es schon verschiedene Sprechchöre. Ja, der Demonstrationszug ist ein bisschen zum Stehen gekommen. Jetzt firmieren sich hier gerade Teilnehmer, die jetzt hier in diese Seitenstraße reingehen. Das ist die Gervinio-Straße, wenn ich das gerade richtig lese. Von daher, ja, hier natürlich noch deutlich mehr Teilnehmer, als es in Darmstadt schon der Fall war. Derzeit weiterhin auch eine friedliche Situation. Die Teilnehmer, wir haben sie glücklicherweise direkt erwischt, wo wir angekommen sind. Also von da irgendwie den richtigen Riecher gehabt. Das ist wahre Pressearbeit. Von daher, man muss auch wissen, wo er hin muss. Und ja, mit dem Chris sind wir hier gerade ein ganz gutes Team. Mal schauen, was wir über den Nachmittagabend jetzt gerade noch hier erwischen an Eindrücken. Wie gesagt, das erste Bild war schon mal gewesen. Hinten haben wir gesehen, ein Wasserwerfer stand schon parat. Mit Reitern war die Polizei hier angetreten, eingetroffen. Allerdings momentan hat man jetzt eher erstmal den Eindruck, dass sie sich eher im Hintergrund halten und einfach ordnend tätig sind und nicht irgendwie weiteres Bedrohungspotenzial haben. Aber es ist natürlich schon mal beachtlich, was jetzt hier an Menschen unterwegs ist. Wir sehen es auch, die Kamera kann da vielleicht nochmal direkt ein bisschen reinschwenken. Chris, geh vielleicht mal ein bisschen rum. Also einfach, es ist vorne und hinten ein Menschenmeer, was wir hier sehen. Tatsächlich also wirklich das, was wir unter Großdemo als solches verstehen. Ja, von daher, der Zug geht jetzt hier weiter und wir schauen mal, wie sich das Ganze entwickelt. Für meine Kinder, für meine Enkelkinder, weil ich möchte, dass die weiterhin in Freiheit leben, selbstbestimmt und eben nicht diesem Impfzwang unterliegen. Die sich impfen lassen möchten, können das gerne tun für ihren Schutz. Und die es eben nicht wollen, die sollen es halt lassen können. Es darf einfach kein Zwang sein. Wir sind keine Leute, die normalerweise auf Demonstrationen gehen. Das ist jetzt sozusagen, hat sich das so entwickelt, weil wir einfach unsere Rechte wahren wollen. Ja? Ich denke mal, die heute schon ihren dritten Booster, also ihre dritte Spritze haben, den Booster, die wollen vielleicht irgendwann auch nicht mehr mitmachen, ihren vierten oder fünften Peaks, wie man so schön sagt, bekommen. Und für die stehen wir letztendlich auch schon hier auf der Straße. Auch wenn ich geimpft bin, stehe ich trotzdem dahinter, was die Leute hier machen. Wir wollen unsere Freiheit wieder haben, wir wollen wieder feiern gehen, ohne dass wir irgendwas, ohne nochmal 2G plus oder noch was. Das ist mein Ding dahinter. Und da stehe ich auch zu 1000% hinter, auch wenn ich geimpft bin. Und ich feiere die Leute, die wohl nicht geimpft sind. Ganz ehrlich, mein Herz steht zu 1000% hinter denen. Ja, wir sind also weiterhin hier in Frankfurt an der Eschenheimer Landstraße, Ecke Fichertstraße. Also mittendrin, auch ganz am Anfang des Demonstrationszuges, der offensichtlich von der Polizei jetzt erstmal gestoppt wurde. Und zwar aus dem Grund, dass eben doch aufgrund der vielen Teilnehmer offensichtlich die Auflagen oder die Teilnehmersicherheit, wie es heute heißt, nicht so eingefangen werden konnte. Ja, jetzt hören wir einfach mal hier ein paar Stimmen. Ja, also wie gesagt, grundsätzlich jetzt setzt sich der Zug wieder in Bewegung. Ich kann das hier ganz gut auch sehen gerade. Von daher, so soll es sein. So ist es bestellt gewesen. Und jetzt schauen wir also hier weiterhin, wie die ganze Sache vorangeht. Ich bin der Marcel aus Frankfurt, Sachsenhausen. Und ja, ich laufe hier heute mit, weil mir nicht gefällt, wie es hier gerade im Land abgeht. Die Spaltung und die Impfpflicht. Und für die Zukunft unserer Kinder. Ich möchte nicht in dem Staat leben, wie er gerade herrscht. Was sagst du zu der Tatsache, dass in den Medien verbreitet wird? Es wäre ja unverantwortlich, wenn Eltern ihre Kinder mit zur Demonstration nehmen.
Naja, da kommt es meiner Meinung nach darauf an, was für eine Demonstration. Ne? Also wir sind hier auf einer genehmigten Demonstration. Die Polizei schützt uns und ich brauche hier keine Angst vor irgendjemandem zu haben. Wenn es jetzt irgendeine illegale Veranstaltung wäre, dann würde ich hier auch nicht kommen. Und wenn die Polizei meint, diese Veranstaltung aufzulösen, dann gehe ich eben nach Hause. Dann brauche ich auch keine Angst haben vor irgendwelchen Kesselungen oder sonstiges. Und so gehe ich auf die Straße mit meinen Kindern, weil die auch für ihre Rechte einstehen wollen. Dankeschön für das Statement. Viel Spaß noch. Hallo meine Freunde, wie der Holger eben schon angesprochen hat, wir sind jetzt hier beim Marsch in Frankfurt und im Hintergrund befindet sich eine Gegendemo, die verläuft allerdings friedlich. Bis jetzt gab es keine Aggression, es gibt da zwar Zwischenrufe, aber die Polizei schottet die Demonstranten ab und der Marsch kann weiterhin normal ablaufen. Wir haben hier auch einen Sprecher gehabt von der Demo, der nochmal darauf hingewiesen hat, sich nicht reizen zu lassen und weiter mit dem Marsch zu machen. Es ist schwer zu schätzen, wie viele Menschen heute da sind. Verschiedene Stimmen haben auf jeden Fall gesagt, dass es wesentlich mehr Menschen sein werden als am 8.1. Wir haben jetzt hier eine interessante Situation noch. Sogenannten Antifaschisten werden hier mit Rufen überzogen, Nazis raus. Ja, also ich komme aus Mörfelden. Ich bin die Annie, bin 36 Jahre alt, habe auch zwei kleine Kinder und arbeite als Erzieherin. Unter anderem für eine christliche Einrichtung. Das hier macht ja auch was mit mir. Ja. Es gibt mir ein bisschen Kraft und Mut, weil mir der manchmal im Alltag einfach auch abhanden kommt. Mhm. Weil Mitmenschen, die mich auch vorher kennen, ohne dass ich mit meiner Meinung mit der Tür ins Haus gefallen bin, aber sich sehr verändert haben und einem das Gefühl gegeben haben, ja, man wäre jetzt plötzlich ein ganz anderer Mensch. Nein, ich war schon immer kritisch. Nicht gegen alles und jeden, aber grundsätzlich möchte ich die Dinge verstehen auf der Kopf- und auf der Herzebene. Und ich verstehe das, aber ich lehne das in dieser Form ab. Du hast eine Fahne dabei, wir sind das Volk, das ist ja ein bekannter Ausspruch in Deutschland. Erzähl mal, warum bist du jetzt hier gerade auf der Veranstaltung? Es ist halt so, dass wir dann freigestellt werden ab 15. März bzw. 16. Und man bekommt dann eben keinen Lohn mehr und arbeitslos melden kann ich mich wahrscheinlich in dem Moment auch nicht. Klar, weil ich ja noch im Arbeitsverhältnis stehe. Ja. Und auch wenn die mir dann kündigen, bin ich weiterhin freigestellt. Mhm. Und diese Regierung zieht mir meine Existenz unterm Hintern weg. Hallo meine lieben Freunde da draußen, das ist jetzt unser Abschlussbericht für die Demonstrationen hier in Frankfurt. Zum ersten Mal haben jetzt Weltbeben 2020 und KCSB TV zusammengearbeitet und wir hoffen, dass wir dadurch auch so ein bisschen die anderen motivieren, auch mehr zusammenzuarbeiten. Holger, wie fandest du heute den Tag mit mir? Ich würde sagen, einfach geil. Ja, also ein super Tag, ganz klar. Ja. KCSB TV, das muss ich mir noch ein bisschen einprägen, weil wir werden zukünftig mit Sicherheit noch ein bisschen mehr machen. Aber heute, wir sind von Darmstadt ausgekommen und dann hat es sich immer mehr gesteigert. Jetzt hier Frankfurt, das ist der Wahnsinn. Also wir haben von vorne bis hinten einen Zug. Ja, es ist alles sehr friedlich, alles sehr schön. Aber einfach diese Menschen, diese Massen zu sehen und diese vielen, vielen Leute, die wir jetzt auch gesprochen haben, wo man wirklich geimpft, nicht geimpft, was auch immer die politisch halt letzten Endes auch sehen. Also all das haben wir heute hier erlebt, haben wir in Darmstadt begonnen erlebt und also für mich war es ein echt schöner Tag gewesen.
Es hat mir Spaß gemacht, anstrengend, ganz klar. Wir sind kilometerweit gelaufen, aber das ist Medienarbeit so und so, wenn man was sehen will. Und von daher, also für mich war es toll. Ja. Also für mich ist es auch die erste Doppeldemonstration gewesen. Und wir haben einmal mehr bewiesen, dass hier die Masse der Menschen friedlich ist. Es gab zwar am Rande ein paar Menschen von der Antifa, aber die waren nicht der Rede wert. Die Polizei hat hier gute Arbeit geleistet. Wie gesagt, ich persönlich habe auch wieder schlechtere Erfahrungen gemacht in Frankfurt mit der Polizei. Aber ich glaube, am 4.12., wo die Demonstration zum ersten Mal groß aufgelöst worden ist, da kann man wirklich sagen, der Fisch stinkt ja vom Kopf her. Und der Einsatzleiter, der war definitiv nicht pro Demonstranten gewesen, nach allem, was ich gehört habe. So ist es heute nicht gewesen. Wie gesagt, friedlich und trotzdem gemeinsam und mit Stärke auf der Straße. Und ja, also ich habe dem eigentlich auch nichts mehr hinzuzufügen von meiner Seite aus. Es war also auf jeden Fall ein Tag gewesen, der sich für uns beide gelohnt hat. Und die Zusammenarbeit hat mir auch sehr gut gefallen, nimmt von beiden Seiten immer ein bisschen Arbeit weg. Und wir wollen auch mit unserer Arbeit andere motivieren, nicht nur im Bereich Medien, einfach zusammenzuarbeiten und die Aufgaben sich aufzuteilen, um gemeinsam stärker zu werden. Genau, das ist es. Gemeinsam stärker werden an jedem Ort. Wie gesagt, für die Medien und natürlich auch die Demonstranten, weil klar, die sind es letzten Endes, die hier unterwegs sind, die Gesicht zeigen, die mutig sind und alles. Und ja, am Ende braucht es das, wenn es eine Veränderung geben soll. Und von daher, ja, ein toller Tag, den wir damit auch beschließen. Ich glaube, ein kleines Bier gibt's noch. Also macht's okay. Gut. Macht's gut. Tschüss. Super.